Servus, hallo und willkommen zurück zu Kaizo Mario World 2 Part 10. Im letzten Part sind wir in diesem Level hier rumgerannt. Wir sind immer noch in diesem Level unterwegs. Ich spring einfach mal rein. Ich habe endlich was herausgefunden. Ja, ist ein bisschen blöd, wenn die letzten Anmoderationen sehr ähnlich waren. Wir kommen da wohl irgendwie so drüber. Na, es war ein bisschen... Jetzt vielleicht? Ja, so. Ah. Okay, ich habe verstanden. Oh, ich hoffe, das war jetzt nicht zu knapp. Ja gut, wir können uns da noch rausretten aus dem Schlamassel. Passt mal auf. So. Und dann den hier quasi. Na, ja, so viel zum Thema. Komm, schieß. Ja. Reicht das? Tatsächlich. Okay, jetzt da hoch. Ja, das reicht noch. Komm, wir müssen da hoch. Und auf geht's. Ja, fast. Da fehlt nicht mehr viel, Freunde. Dann kriegen wir diese Muschel da oben. Ah, Panzer meine ich. Ja, wobei, es heißt doch Shell. Okay, wir haben jetzt den Panzer. Was will ich jetzt damit? Moment. Lasst mich mal nachdenken. Wir haben den Panzer. So, speichern. Wir speichern erstmal. Da hoch können wir nicht mehr. Wir können aber mit dem Panzer wohl durch Röhren und können den Panzer mitnehmen. Okay, gut, das funktioniert. Oh, bitte verlang keinen Shelljump von mir. Das, wer einen Shelljump nicht kennt, das ist quasi, wenn ich den Panzer an die Wand schmeiße und ich selber dann noch hochspringe in diesem Moment. Das kann ich nicht. Okay, wenn ich das dahin schieße, bringt's mir nichts. Wobei? Nee, das bringt mir nichts. Bis auf den Tod quasi. Oh, Kaizo, was hast du nur wieder angestellt? Ich hätte vielleicht auch langsam den Einser speichern sollen, oder? Da oben? Das bringt mir da auch nichts. Wenn ich von links den fallen lasse. Was bringt mir jetzt dieser Panzer? Aha. Will man da einfach verhindern, dass ich da zurück kann, oder? Oder ist der Panzer jetzt tatsächlich auch hierfür gedacht? Was ich nicht glaube. Ja, voll der Unsinn. Wie gesagt, hier kommen wir überhaupt nicht zurück. So. Ah, Moment. Vielleicht... Ich wollte gerade sagen, dass wir den mitnehmen. Das geht ja fast gar nicht. So. Wenn ich den jetzt dahin werf. Ja, genau. Das bringt mir so gar nichts. Okay, und wenn ich den jetzt da ablege... Na, komm schon. Oder, ja, wozu ist die Wolke eigentlich? Dass ich den da runterstoße? Nö, Blödsinn. So, aber dann ist der weg. Und auch das Ding ist hier finito. Ist euch das mal aufgefallen? Das kommt hier nicht mehr raus. Ah, Moment. Wir können ja da durch. Wir können ja mit dem Panzer hier durch. Dann kommen wir ja quasi da oben an. So. Und dann kommen wir da oben raus. Fuck. Nein. Wie geht das? Ich kann den doch... Boah, ihr seid so kranke Bastarde, ey. Ich weiß nicht, wie das geht, ganz ehrlich. Und zwar...
Ja, genau, das wollte ich doch. Das wollte ich doch. Dass er ihn in den Händen quasi weiterträgt. Boah. Wie habe ich das gemacht? Muss ich das überhaupt so machen? Das kann unmöglich euer Ernst sein. Das glaube ich einfach nicht. Nee, es klappt ja gar nicht. Also wenn ich das jetzt da machen muss und damit dann da drüber muss, dann könnt ihr mich mal kreuzweise, vergesst es. Wie soll das denn aussehen? Wann soll ich das denn bitte schön werfen? Wenn ich das da hochwerfe, ist es weg. Ja, dann ist es weg. Na gut, dann wollen wir mal. Nee, da ist er auch weg. Ich habe da auch gar nicht so viel Handlungsspielraum, Freunde. Ich habe einen Panzer und weiß nicht wofür. So mal nach rechts drehen. Okay, Moment. So, links drehen. Rechts, links. Sobald ich mich umdrehe, war es das. So. Nein. Das kann gar nicht so gemeint sein. Das glaube ich gar nicht. Und außerdem, ich möchte einfach mal nur sehen, ob ich das hinkrieg. Nee, das passt auf dem Platz nicht. Wenn ich das einfach so runterstoße, ist es weg. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus, dass es weg ist. So, zack, zack, zack. Wird wahrscheinlich hier irgendwo runter sein. Ich verstehe nicht, wofür ich den Panzer brauche. Das hatten wir ja schon. Okay, dann muss ich den hier machen. Ich hoffe, dass ich weit genug zurückkomme. Zack, zack, zack. Rewind, rewind, rewind. Ah, da habe ich echt viel Zeit gebraucht. Viel Zeit verplempert. Irgendwann werden mir hier die Rewinds ausgehen. Bin ich sicher. Da ja, da viel rumprobiert. Viel rumgekicke. Okay, hier war es das dann tatsächlich. Ah, aber das Ding ist noch da. Was ich noch machen... was ich noch machen könnte, ist... Pass mal auf. Noch ein Plan. Wird zwar nicht einfach, aber es müsste rein theoretisch gehen. Genau, und jetzt dadurch. Ohne, dass ich ihn kille quasi. Ach, komm schon. Oh, das wird richtig heftig. Ja! So, und dadurch. Wo komme ich da jetzt nochmal raus? Wofür ist dieser fucking Stern? Jetzt habe ich das Ding überall hier rumgetragen und weiß immer noch nicht, wozu ich das brauche. Muss irgendwas... Vielleicht muss ich den auch tatsächlich killen, wer weiß das schon. Wer weiß schon irgendwas in Kaizo Mario? Es geschieht einfach, weil es geschieht, ohne Grund. Nein, aber hier nicht. Ist ja interessant, sobald es irgendwie eine Kopfnuss hat, wird es tatsächlich schwieriger als ein Level, wo es nur um Können geht. Denn jetzt können wir nicht einfach safe staten, jetzt müssen wir tatsächlich unsere grauen Zellen anstrengen. Habt ihr eine Idee, was ich da machen muss? Das ist noch eine Idee, die ich habe. Passt mal auf. Nein, so nicht. Was passiert, wenn er die bekommt? Er tritt sie einfach weg. Wir müssen es noch irgendwie schaffen. Das ist noch eine Option.
mich mal überlegen. Das da runterschießen? Ja, umso länger ich warte, umso mehr gehen mir die Rewinds aus. So, Moment. Ich brauch ein paar Rewinds. Ich zeige euch gleich mal, warum. So, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Viel weiter. Ich muss da unten sein. Ich darf da nämlich... Genau, so. Ich darf diese Blöcke hier erstmal nicht aktivieren. So. Gespeichert. Haben noch 666 Sekunden. Ah, ich hätte da vielleicht nicht gleich wieder speichern sollen. Pass mal auf. Wenn ich das da runterstoße, wird die Blume aktiviert. Ich kann hier aber wieder zurück. Okay. So. Was ich jetzt eben... ja, super. Dankeschön. Danke, 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 danke. Das müsste, also rein gedankentechnisch, müsste das funktionieren. Denn die Blume ist jetzt aktiviert. Die bleibt so. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. In meiner grenzenlosen Weisheit. Ist gar nicht so einfach. Ist wirklich überhaupt nicht einfach. Dann komme ich da nicht zurück. Fuck! Ach, das wäre doch jetzt so genial gewesen. Weil da hätte ich mir nämlich den P-Switch hier geschnappt. Und wäre halt damit einfach dadurch verschwunden. Hat das vielleicht damit noch irgendwas zu tun? Dass ich vielleicht quasi mit dem Ding hier mitrennen muss? Das könnte auch noch sein. Dass ich den hier hochschießen muss? Ach, ist das kompliziert. Also ich probiere jetzt mal das, was ich meine. Moment, das ist jetzt echt komplizierter Scheiß. Moment, Moment, Moment. So. So, ich habe das bei mir auf der Space-Taste. Leertaste quasi. So, passt mal auf. Passt mal auf. Ah, ich brauche den noch. Okay. So. Wie mache ich das? Okay. Okay, Moment, Moment, ich hab's gleich. Ich hab's gleich. Pass mal auf. Ich weiß jetzt nicht, ob der Panzer verschwindet. Ich probier's einfach mal auf gut Glück. Wir nehmen das hier weg. Einfach, weil es stört. Bilden uns eine Brücke, damit er den quasi loskickt und dass wir unten zeitgleich mitrennen können. Dann ist aber der Panzer weg, verflucht! Ja, dann nehmen wir den Panzer doch einfach mit. Egal jetzt. Müssen wir halt einmal im Kreis laufen mit dem Panzer. Auch nicht schlimm. Hauptsache. So. Erstmal aufpassen, dass wir unseren Panzer nicht kaputt schießen. Gerade wollte ich es doch sagen, Mann. Okay. So. Ja, komm, schießen einfach nach oben. Halb so wild. Oh. Gut, dann ein bisschen weiter weg, ungefähr hier. So, schön, danke. Toll gemacht. Bin stolz auf dich. So, weg. Ich bin schon so fixiert auf alles abzuknallen. Aber wenn ich jetzt... Wenn ich den jetzt nehme zum Losschießen... Moment, wenn ich es jetzt so mache... Nee. Okay. Puh, den jetzt quasi da hochkicken jetzt. Ist jetzt der Plan. Fast, fast. Genau, fast, okay. Sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Also ihn killen wir auf jeden Fall damit. Da muss ich noch ein bisschen warten. Ungefähr jetzt! So, und dass wir da zeitgleich damit losrennen können. Ah, ich hab...
Ah, ich habe die Brücke nicht gebildet. Moment. Zurück. Bullshit, zurück. Ich habe noch einen Fehler gemacht. Ich sollte Charlie unten vernichten. Ist auch wichtig. Oh, dazu reichen die Parts gar nicht, was ich hier vorhabe. So, komm mal mit. So, Charlie, komm mal her. Ich weiß, niemand will mit dir spielen, aber mein Gott, so ist es halt in Kaizo. So, zack. Ah, der könnte da jetzt auch schön drunter rennen. Tut er auch. Gut, die Brücke ist gebaut. So, ich hoffe, das klappt jetzt. Wahrscheinlich gehen wir an Zeitmangel drauf. So, und da rennen wir jetzt mit. Einfach mitrennen. Nein, aber dann ist der zurück. Warum ist der zurück? Ah, das ist ja blöd. Vielleicht muss ich ihn tatsächlich erstmal killen. Vielleicht geht's gar nicht anders. So, zack. Na, wie viele Kopfsprünge kannst du vertragen? Kopfnüsse quasi. So, ich hoffe, das war's jetzt. Dass er hinten jetzt endgültig hier ist. Okay, so, und mitrennen. Bitte sei weg. Ja, er ist weg. So, das passt so, das darf hier ruhig so bleiben. Jetzt können wir nämlich den P-Switch aktivieren. Das wird auch eine knappe Kiste. So, passt mal auf. So. Okay. Ich würde sagen, den brauchen wir jetzt einfach nicht mehr. Und weil wir ihn nicht mehr brauchen, machen wir ihn kaputt. Und springen da jetzt nach oben. Komm schon. Und dann nach rechts. Oh, das wird ja ein Spaß. Das wird ja lustig. Okay. So. Ja, wobei, das geht doch noch. Wohin führt uns die Röhre? Okay, wir sind zumindest bei Yoshi angelangt. Gut. Ich glaube, ich weiß schon, was ich als nächstes machen muss. Und was das ist, das erfahrt ihr im nächsten Part. Bis dann! Thank you.